Willkommen zu unseren Restelrezepten. Heute zeigen wir euch, wie ihr aus altem Brot oder Baguette einen tollen Brotsalat zaubern könnt. Und das mit Zutaten, die bestimmt jeder von euch zu Hause hat. Die Tomaten und Zwiebel schneiden wir klein. Falls du noch anderes Gemüse hast, nimm es gleich dazu. In einer großen Schüssel kannst du das Gemüse mit dem Salat vermengen. Wir verwenden heute Rucola-Salat und Blattsalat. Dazu geben wir fein gehackten Knoblauch, Olivenöl, Balsamico, Salz und Pfeffer. Du kannst gerne auch Gewürze oder Kräuter deiner Wahl verwenden. Das alte Brot schneiden wir in Würfel und braten es in einer Pfanne mit Olivenöl kurz an, so dass es schön knusprig wird. Et voilà, der Brotsalat ist fertig. Lebensmittel sind kostbar. Sei auch du eine Essensretterin.